die Arbeit wartet. Jo, da kommen sie mir entgegengerasselt, die ganzen Nudeln. Manche YouTube-Nutzer glauben ja, es gibt nur eine 100-Euro-Aktion, ne? Die mit den Schleien, die schon, ich glaube, über 10 Jahre alt ist. Paraigo-Nutzer wissen, es gibt an die 20 100-Euro-Aktionen allein von mir. Und es gibt auch noch ein paar andere Protagonisten, die diese Aktionen gemacht und sich der Herausforderung gestellt haben. Auf Paraigo seht ihr das Ganze werbefrei als Abonnenten. YouTube lebt von der Werbung, da nützt alle Meckerei nichts. Das seht ihr auf allen Kanälen und bei uns ist das auch nicht anders. Ihr habt also die Wahl. Wollt ihr auf Paraigo gucken und das Ganze entspannt sehen? Wenn ihr auf YouTube gucken wollt, wir wollen euch heute einmal mehr ein bisschen Appetit machen und stellen euch eine 100-Euro-Aktion kostenlos ins Netz, damit ihr Spaß haben könnt. Matze, das bin ich, und die Nudeln. Eine Aktion, die sehr gut bei euch ankam und ich hoffe, bei euch YouTube-Nutzern ebenfalls. Viel Spaß dabei und mit Nudeln Fische fangen funktioniert das wirklich. Ihr seht es hier und zwar nicht wie ursprünglich auf der Fisch- und Fang-DVD, wo noch immer ein Feintuning vorgenommen wird, sondern ganz grob und holperig den Director's Cut. Der Director bin ich. Viel Spaß, Matze und die Nudeln. 5 Minuten länger, als ihr es schon kennt. Und, ne? Nehmt euch Nudeln vom Mittagstisch mit. Na, guck mal einer an. Hör dir das an. Die städtische Müllabfuhr sucht noch einen Mitarbeiter. Das wäre doch was für mich, oder nicht? Für dich? Ja. Ich fand die dicken Brummis schon immer geil. Außerdem dachte ich immer, hier arbeiten nur donnerstags. Komm, halt Schnabel und schlaf weiter. Ja. Was haben wir da? Ah, guck, die Fisch und Fang sucht auch jemanden. Noch ein Trottel, der eine 100-Euro-Aktion macht. Dummerweise an mich adressiert. Fange 3 Fischarten. Mit Nudel? Komm, auf geht's. Die Arbeit wartet. Ihr seht, wir essen sehr gerne Nudeln. Also, erstmal ein bisschen journalistische Recherche. Was für einen Hausmann, der nicht wirklich oft einkaufen geht, muss ich gestehen, bedeutet, ich muss erstmal gucken, was kosten Nudeln überhaupt, um zu sehen, was muss ich übrig haben von den 100 Euro. Gleichzeitig kann ich mir natürlich ein Bild machen, was man mit Nudeln so alles machen kann. Ne? Ich sehe mal hier, es gibt sogar bunte Nudeln, nicht? In Rot und Grün und Gelb. Also ich sehe schon, da kommen wieder jede Menge Möglichkeiten auf einen zu. Diese Spiralnudeln, die habe ich früher immer sehr gern gegessen. Macaroni-artige. Die hier, die werden sicherlich mit so zu meinen Top-Favoriten gehören. An die erinnere ich mich nämlich. Ich habe nämlich mal einen Film gemacht über Supermarktköder. Und das könnte interessant sein, denn die haben eine ideale Form. Die erinnern an Maiskörner und die werden sehr gerne von Brassen und Rotaugen aufgenommen, denke ich mal. Ich rede schon so, als hätte ich die 100-Euro-Aktion schon bestanden. Ne? Was haben wir noch? Manche sehen aus wie so ein Propeller. Da könnte man glatt meinen, da ziehe ich jetzt eine Spinnerachse durch und benutze die als Spinner. Ne? Aber das streiche ich mal gleich von der Liste. Erstens haben wir noch Schonzeit hier bei uns im Moment. Und zweitens, die Dinger werden natürlich auch weich im Wasser. Ne? Das war jetzt nur so ein Gag, das macht wahrscheinlich nicht viel Sinn. Und natürlich, das ist jetzt gerade nicht hier rausgefallen. Die sind drin geblieben. Das ist aber gut so, sonst werden sie nämlich kaputt. Spaghetti, natürlich. Und ich habe kürzlich in einem Artikel gelesen, den ihr noch gar nicht gelesen haben könnt, weil ich habe ihn nämlich schon vorher gekriegt. Ich habe so ein bisschen Einblick, nicht in das Layout der Fisch und Fang, also schon 2 Monate vorher weiß ich, was so erscheint. Darum habe ich schon gelesen, das, was in diesem aktuellen Heft auch drin steht, nämlich vom Henning Stielke über Nudeln, dass man Spaghetti auch ganz hervorragend als Köder nutzen kann. Also die werde ich auf jeden Fall mal nehmen. Oh weia, da muss ich aber einen sehr kleinen Haken nehmen. Ja, gucken wir erstmal, was da so drin ist in so Nudeln. Ne? Also, oh,
dunkelgrün auf hellgrün und so klein, dass man selbst mit einer Lesebrille keine Chance hat. Das ist doch Absicht, oder? Natürlich in allen Sprachen. Althebräisch, Kirgisisch, Swahili und Altbabylonisch. Aber Deutsch suchst du vergebens. Kann doch wohl nicht wahr sein. Schön Zubereitungen drauf. Italien steht immerhin ganz oben bei den Sprachen. Das leuchtet mir irgendwo noch ein. Wieso sind die Italiener eigentlich alle so dünn? Ich Nudeln esse, werde ich immer dicker. Energie, 350 Kilokalorien pro 100 Gramm. Ballaststoffe, meine Güte, ich will wissen, was da drin ist. Ah, hier steht was. Wir müssen ein bisschen mehr Rücksicht auf Angler nehmen, finde ich. Also, Teigwaren aus Hartweizengrieß. Kann Spuren von Ei und Soja enthalten. Das erinnert mich an die Aufschrift auf den Erdnüssen, wo drauf steht, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Ne? Gibt's wirklich sowas? Ja, also, was in Nudeln so drin ist, leuchtet ein. Das erinnert doch sehr stark an Boilies. Da ist Weizenmehl drin, da sind Maismehl drin, Hartweizengrieß, Ei. Also im Prinzip nichts anderes als das, was die Grundbausteine für Boilies sind. Wenn man damit nichts fängt, dann macht man irgendwas falsch. Also, probieren wir mal das, was so komisch klingt. Mit Nudel auf Friedfisch. Für lange Verkaufsgespräche habe ich bei meinen Einkäufen für die 100-Euro-Aktion wenig Zeit. Da heißt es ab in den Shop, die ganze riesige Auswahl mal schnell ignorieren und klar definieren, was man will. Denn die unzähligen Farben, Formen, Arten, Sorten und Lockstoffe, die es so im Handel gibt, dafür habe ich wirklich kein Auge, wenn ich für eine 100-Euro-Aktion auf Tour bin. Also muss da eine Entscheidung her. Das, wo ich immer am meisten grübel, guck mal, mein Futter haben wir schon mal, darum bin ich hier. Das, wo ich immer am meisten grübel bei den 100 Euro, ist natürlich die Taktik. Ne? Wie genau gehe ich vor? Und das heißt, als allererstes, mit meinem Budget kaufe ich mir zwei Routen oder setze ich auf eine? Und das ist immer ein ganz großer Unterschied. Ich habe schon so viel Mist erlebt mit zwei Routen. Dann ist das meistens nur alles so ein halbgares Zeug und so ein Billigschrott. Darum meine Idee, ich setze mal nur auf eine Route und konzentriere mich deswegen umso mehr darauf. Hallo Carsten. Hallo Matze. Ich kriege meine Beratung auch hier im Baumarkt sehr gut, denn der Mann weiß, wovon er redet. Und ich brauche jetzt eine Friedfischroute. Carsten, was kannst du mir da empfehlen? Ich denke, ich habe da was da, in dem letzten Ständer auf der linken Seite. Du weißt ja, ich habe nur 100 Euro. Kriegen wir hin. Ich vermute mal, du meinst diese... Genau, das ist die. Sensas hier, ja? Heidewitzka ist die leicht. 49,95? Ja. Heidewitzka. Du, da brauchen wir nicht lange zu quaken. Ja? Die ist ja geil. Weißt du, ich muss drei Fische anfangen mit Nudel. Okay. Und ich denke mal, dass ich damit feine Friedfische prima ausdrehen kann. 3,90, 20 Gramm Wurfgewicht, dreiteilig, 12 Ringe. So fisch ich auf Match. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die für 49 Euro kriege. So, was haben wir jetzt hier? AXFB Shimano und Sienna Shimano. Die Sienna gefällt mir matchmäßig besser. Kostenpunkt? Die ist bei 19,95 Aktion. 19,95 Aktion. Und die hier? 32,95. Keine Aktion. Keine Aktion. 32 plus 49, 82. Na gut, ich brauche auch nur runde 12 Euro für Kleinteile. Der Rest für Nudeln passt perfekt. Okay. Machst du mir auch Schnur drauf? Okay. Also man muss sagen, 10 Euro Unterschied hörst du und merkst du schon. Ja, ich finde immer so eher der Grobfischer. Ne? Das ist sogar so bekannt von mir. Beim Hechtangeln, da pflege ich immer zu sagen, auf keinen Fall zu fein fischen. Ne? So ein großer Hecht soll einem nicht verloren gehen. Aber beim Matchfischen ist das wieder ganz anders. Da muss man sich schon genau überlegen, wie gehe ich die Sache an. Und ja, 0,20, 0,22, 0,25er Hauptschnur, das ist schon ein Unterschied. Nicht? Ich gehe jetzt mal so einen Kompromiss ein und versuche mal einen 0,22er. Der vorsichtige Matze. Ein bisschen Bauchkneifen hatte ich schon, das gebe ich gerne zu, mit nur einer Route, das heißt volle Konzentration, häufiger Köderwechsel, die Nudel wird auch nicht ewig am Haken halten. Darum taten es zwei Posen, eins dick, ein Waggler und es konnte losgehen. Kann ich hier vielleicht so durchgehen lassen, so als lebende Nudeln oder so? Ich glaube, damit fange ich noch besser. Ja, wird doch ganz schön knapp am Ende, muss ich sagen. Nicht? Hier noch eine Pose, da noch ein bisschen Bleischrot und ich wollte auch diesmal eine gute Rolle haben, wie gesagt, die hat auch eine geile Bremse. Und da hat der Carsten mir jetzt noch mal ein bisschen Schnur direkt aufgespult. Hat noch wieder 50 Cent gespart. Ja, kein Witz. Aber da muss man am Schluss auch knauserig sein. Keine natürlichen Nudeln mehr kaufen. Ich werde die Nudeln natürlich gleich hier am Wasser kochen, ne, damit ich keine Zeit verliere. Ganz wenig Wasser nur rein. Und ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, wie viel Nudeln ich bekommen habe. Ich konnte mir also einiges kaufen. Fast das Gleiche, was wir auch zu Hause haben.
zum Beispiel hier diese Eiernudeln, Gabelspaghetti, also kleingeschnittene Spaghetti quasi, die ich wie Maden anbieten könnte. Ja, die kosten 78 Cent. Und ihr seht, ich habe im Baumarkt nur sage und schreibe 90,14 € ausgegeben. Nicht? Also man kann schon was machen, wenn man sich auf eine Route beschränkt. Diese muschelförmigen Nudeln, die haben es mir am meisten angetan. Die kann man richtig schön anködern. Und da habe ich auch schon im Schrank bei uns zu Hause so drüber mich gefreut. Aber ich habe gesehen, die gibt es auch noch eine Nummer kleiner. Wenn ich natürlich erstmal was fangen will, habe ich jetzt hier die allerkleinsten genommen. Und da bereiten wir uns erstmal ein paar von zu. Ganz sparsam, ne? Natürlich auch ein paar anfüttern, ne? Aber gucken wir erstmal, dass die hier gar werden, damit ich die Route fertig zusammenbasteln kann, ne? Und ihr seht, ich habe so einen schönen grünen Pott, ne? Sieht nicht gerade schön aus, aber da lässt sich alles schön drin transportieren, nicht? Von der Nudel über den Kocher bis hin zum Wasser, ne? Das ist so ein bisschen windgeschützt hier drin. Beim Karpfenangeln nehme ich immer so einen kleinen Klappbahn, aber das spare ich mir jetzt alles, ne? Wir haben es ganz schön windig, wie ihr hört. Aber ich denke, ich werde die wohl irgendwann gar kriegen. Wie lange müssen Nudeln eigentlich kochen? Al dente nicht. Das schreibt Herr Stielke auch im Artikel, im Heft. Die können ruhig ein bisschen länger drin bleiben. Dann werden die so matschig, klebrig, so wie man sie nicht essen möchte. Aber dann halten sie ein bisschen besser am Haken. Und wenn man die Nudeln dann noch durch ein Sieb kippt und kalt abschreckt, dann wird das auch nicht so eine Pampe, ne? Sonst wird das so ein Block nach einer Zeit. Ne? Sondern dann bleiben die schön flockig und locker und man kann sie gut anködern. Moment, habe ich mich gut angeködert. Oh Mann, muss das da wieder sein? Also, in durchs Sieb und dann schön abkühlen. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es nicht so eine Pampe. Dann werden die relativ zäh. Und so ein bisschen über die Kochzeit, wie man das zum Essen machen würde, hinaus. Ne, das reicht schon. Da schneide ich mir noch ein paar von klein. Guck mal, so riesige kleine Schnecken sind das. Ich habe mal irgendwo gelesen, in so einer Quizshow oder sowas gesehen, glaube ich. Da gibt es so richtige Nudeldesigner. Ne? Die machen das hauptberuflich. Die designen Nudeln, kein Witz. Gibt auch viele verschiedene Formen, unglaublich. Also ein paar Kleinschnibbeln noch mit dem Messer und dann als Köder mal so ein ganzes Ding dran. Da kriegt dann vielleicht auch mal einen vorzeigbaren Fisch mit an die Angel, ne? Schön abmachen, ne? Nützt nichts, die Route zu schonen mit dem Kunststoffzeug. Ich will Kork anfassen, dafür ist das ja da, ne? Zugeknallt. Nudel sind eine meiner leichtesten Nummern. Heidewitzka beißen die da verrückt drauf. Eine Rotfeder. Hat die Nudel schon im ersten Versuch im Absinken genommen. Gut, zugegeben, ich habe natürlich auch die Augen aufgemacht. Ne? Ich habe geguckt, tut sich was an der Oberfläche und da habe ich angehalten. Ja, schon wieder weg. Ja, bin ich gehakt. Heidewitzka. Der Henning Stielke hat recht. Die beißen auf Nudeln wie die Blöden. Also ich weiß, dass Nudeln wirklich gute Dinge beinhalten. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Und ich habe natürlich auch ein paar höhere Ansprüche, als nur ein paar Köderfische zu fangen. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin schon erstaunt, dass da sowas vom Fix geht. Das ist wie beim Stippen mit Maden. Ich gehe schon wieder ab. Wahnsinn. Sie? Als wären sie auf Nudeln dressiert.
noch eine Rotfeder. Werden noch besser. Langsam kriegen sie schon Hechtgröße, aber alles nur Rotfedern. Dem oberständigen Maul, ne? Wenn ihr mal viele Rotfedern fangen wollt, ne? Nehmt euch Nudeln vom Mittagstisch mit. Ich muss zwar kein Futter anmischen heute, ne? Da ist der Schwamm immer super praktisch. Ich habe schon ein paar Mal vorgestellt, nicht? An einem langen Schnürsenkel, den ich noch gefunden habe bei mir, kann ich in die steilsten Spundbände runterhängen lassen. Habe ich einen schönen nassen Schwamm, kann ich mein Futter mit anmischen. Aber jetzt habe ich immer nur den einen Griff nach dem Fangen. Ne? Falls mal jemand wieder meckert, wenn meine Hände von außen im Video mal trocken aussehen sollten. Von innen sind die immer nass, wenn ich die Köderfische anfasse. Denn diese Größe brauche ich natürlich jetzt nicht. Wir haben Schonzeit, was die Raubfische betrifft. Ich nehme auch keine mehr mit, die untermaß sind. Ne? Sondern nur die, die richtig ordentlich was auf dem Rippen haben, die auch maßig sind und die... Ich werde auch essen. Ich mache ganz gerne mal ein paar Frikadellen aus Plötzen oder Rotfedern. Schmeckt richtig gut. Habe ich vorgehabt, noch mal wieder 50 Cent zu sparen. Ja, das macht sich aber auch echt bemerkbar. Ne? Guck mal hier, die sind richtig schräg geschlitzt. Ich habe gerade einen gehabt, den habe ich zugemacht. Den hatte ich gleich zwei Hälften in der Hand. Andere haben richtig große Grate dran. Also... Das ist wirklich Einsteigerqualität, nicht? Das ist das, was mich auch mal ein bisschen nervt. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin der Meinung, dass wir jetzt die 100-Euro-Aktion schon so lange machen, liebe Redaktion. Es wird Zeit für einen Inflationsausgleich. Die sollte künftig heißen 125-Euro-Aktion oder sowas, oder? Schließlich haben wir schon vor 10 Jahren mit 100 Euro unsere Aufgaben erfüllt. Aber man merkt schon, dass dann doch in dem unteren Bereich, wo man wirklich versucht, überall zu sparen, dass sich das bemerkbar macht. Nicht? Ich habe aber jetzt vor allen Dingen vorgehabt, wenn ich nochmal einen schönen Weißfisch fangen sollte, gleich, dass ich auch eine richtig schöne Rutenaktion habe. Ne? Und ich glaube, die Idee, mit einer Rutsche zu fischen, mich dann dafür auch voll darauf zu konzentrieren, die ist, glaube ich, gar nicht mal so übel. Auf zwei Posen übrigens habe ich auch aus einem bestimmten Grund gesetzt. Ich weiß ja nie ganz genau, wie sind die... Gegebenheiten gerade, beißen die Fische tiefer oder eher flacher? Sind diese flachen Feenkanäle hier jetzt geeignet oder muss ich eher in einen tieferen See? Dafür ist der Waggler immer gut oder wenn man stärkerer Wind pustet. Nicht? Also eine super feine Stickpose, die man in flachen Gewässern anbieten kann, wie ich sie jetzt drauf habe, muss man immer dabei haben beim Friedfischangeln und natürlich auch den Waggler, der ist auch Gold wert. Zudem den werde ich noch brauchen, wenn ich ein bisschen intensiver am Grund angle. Ich lasse jetzt einfach mal driften, das ist so der erste Versuch jetzt. Nicht? Und ich glaube, ich kann hier mal 3 Fische an schon in der ersten halben Stunde fangen, wenn ich möchte. Aber ich habe natürlich ein bisschen höhere Ansprüche an mich selber. Und ich habe das Kleingedruckte, was freundlicherweise diesmal nicht in der Aufgabe stand, trotzdem im Hinterkopf. Nicht? Die Redaktion will natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt hier offenweise Maden reinhaue oder irgendwelche Futtermehl oder sowas mir gekauft hätte. Nicht? Sondern... Wenn ich mit Nudeln fangen soll, dann verstehe ich das auch so und so ist es auch gemeint, dass ich auch wirklich nur mit Nudeln füttern darf. Und genau das mache ich, aber das funktioniert ja auch schon erstklassig. Nicht? Also die Nudel ist offensichtlich ein Köder, der eine sehr große Anziehungskraft hat. Das könnt ihr als erstes schon mal mitnehmen aus dieser 100-Euro-Aktion. Nach Mittagessen einfach mal die Nudeln nicht auf den Kompost werfen, wenn ein paar übrig sind, sondern mit zum Angeln nehmen. Und noch eine schöne Rotfeder. Schöne Tiere sind es ja, ne? Aber alle, die ich gefangen habe, zähle ich mal nicht mit. Weil auch diesen Anspruch habe ich an mich selber. Das Mindestmaß sollten sie schon haben. Nicht? Das ist hier bei uns zwar nur ein Richtwert, weil man natürlich auch kleinere entnehmen darf für das Raubfischangeln. Aber 15 cm, wenn wir auf Friedfisch gehen, sollten sie schon haben, ne? Die könnte schon unter 15 knabbern, ne? Die könnte man schon fast gelten lassen. Schönes Tier, ne? Tolle Farbe haben sie jetzt. Knallrote Flossen. Überall diese Schmieralgen. Ich kann hier meine Nudel so lange ins Wasser hängen, wie ich will. Ich glaube, ich muss aufpassen, was ich jetzt moderiere, oder? Die nächste Stelle bringt mir auch wieder nur eine Rotfeder. Guck mal hier, wer da einen Handstand macht. Dicker Egel sitzt noch auf dem Kopf der Rotfeder. Das heißt, dass sie wirklich gerade erst wach werden. Ne? Aber die Nudel war richtig designt.
machen es die englischen Matchangler. Die klemmen den Waggler statt eines Stoppers einfach zwischen zwei Bleischroten ein. Das mache ich jetzt auch mal so, der Einfachheit halber. Jo, ihr seht, ich bin schon am Umbauen, ne? Ich bin jetzt, wo es jetzt dämmert, am ersten Tag dieser 100-Euro-Aktion noch ein etwas größeres Gewässer gefahren und werde mich jetzt zum zweiten Mal an meiner Hakenbox bedienen. Weil jetzt muss ich auf ein bisschen was Größeres umsteigen, denn ich möchte versuchen, eine Brasse ans Band zu kriegen, natürlich. Und da gucken wir mal, was sich hier tut, ne? Wo ist er denn nun? 6er. Alles gut. Wichtig ist, dass die Posen immer 150%ig ausgebleit sind. Nicht? Wenn beim Friedfischangeln die Bebleiung nicht ideal ist, dann hat man schon die Arschkarte. Nicht? Man will ja eine empfindliche Bissanzeige und man will dem Fisch natürlich möglichst wenig Widerstand entgegensetzen. Die Bebleiung bei einer Friedfischmontage, die hängt immer von zwei entscheidenden Faktoren ab. Der eine ist, man will dem Fisch natürlich möglichst wenig Widerstand bieten, wenn er den Köder aufnimmt. Und der zweite Faktor ist, dass man auch noch verhedderungsfrei werfen will. Das heißt, grobe Faustregel, man beginnt relativ grob vorne direkt am Waggler mit einem großen Bleischrot und dann werden die nach unten hin immer kleiner. Und das letzte Bleischrot, das sollte dann vielleicht noch so gerade auf Grund liegen, damit der Waggler ein Stückchen weiter aus dem Wasser guckt. Dann sieht man auch Hebebisse sehr schön. Wenn dann angehoben wird, dann kommt der Waggler richtig so ein Stück aus dem Wasser raus. Nicht? Also das ist so die Grundregel. Nicht? Es gibt natürlich immer Ausnahmen davon. Manchmal macht man auch ein etwas größeres Schrot auf das Vorfach. Zum Beispiel dann, wenn man eine leichte Strömung oder ein bisschen zu viel Wind hat. Dann kann das nötig sein, damit die Montage am Platz bleibt. Da hängt was Gutes. Oh, guck doch mal die Matchrute an. Wie geil ist das denn? Das für 49 Euro. Absoluter Hammer. Das scheint eine Brasse zu sein. Das gibt's nicht. Ich habe wirklich die Nudel gerade drin. Komm noch nicht drüber weg, was die, wie heiß die auf Nudeln sind. Da kommt die schöne Brasse. Oh. Dunkles Tier. Perfekt gehakt mit dem 8er Ohner. Wie gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Die nehme ich aus meiner Box. Einzelne Haken. Sonst müsste ich mir von 4-5 verschiedenen Größen Hakenpäckchen kaufen. Und das möchte ich natürlich nicht. Ihr seht, hier hat noch Laichausschlag drauf. Was für ein schönes Tier. Geil, makellos. Tolle Brasse. Yes. Der mochte eine Nudel. So, hier könnt ihr noch mal sehen, wie ich angeködert habe. Ich habe wieder meinen Liebling genommen, die Muschelnudel. Und dann habe ich den zweimal durchgestochen, den 8er Haken. Den 6er war es, ne? Den 6er Haken. Einfach, damit er noch ein bisschen mehr Halt findet. Denn eins ist ein Problem bei der Nudel und das ist die Haltbarkeit. Also einen 20 Meter Wurf macht man damit nicht. Das schafft man nicht, dann fliegt die Nudel ab. Aber Hammer, wie die Fische darauf reagieren. Also ich habe es ja schon in unserer Vorratskammer gesagt, nicht? Das sind eigentlich nur die Basiselemente für einen Boilie. Ne? Nur, dass sie weich sind. Und weich sind ja auch meine Boilies, weil ich darauf schwöre. Nicht? Weil ich glaube, hart selektiert zwar, nicht? Dass man keine Weißfische fängt als Karpfenangler, aber der bessere Köder ist immer der weichere, definitiv. Das sieht man an der Nudel. Das ist echt ein Hammer. Ich hau hier 3-4 Nudeln rein. Ne? Die Fische sind sofort am Platz. Das ist kaum zu glauben. Wahnsinn. Also ich bin richtig begeistert. Zweifellos die richtige Entscheidung war es heute, dass ich mich wirklich für die eine Route entschieden habe. Man muss sich tierisch konzentrieren und auch oft kontrollieren, denn so eine Nudel, die lutscht sich natürlich schnell vom Haken. Nicht? Da muss man einfach mal der Wahrheit ins Auge sehen. Ich glaube, da weiß schon wieder was. Denn ein-, zweimal kräftig zugedrückt von so einer Brasse, nicht? Dann ist natürlich ab. Ich habe jetzt schon wirklich etliche Male eingeholt und die Nudel war ab. Ne? Aber das nützt nichts. Ja, ihr seht, es dämmert mehr und mehr. Mich fröstelt auch schon so ein bisschen. Eigentlich müsste ich mir jetzt noch mal eine zweite Jacke aus dem Wagen holen nach diesem warmen Tag heute. Aber
Ich denke, ich mache jetzt nicht weiter. Ich werde jetzt nicht irgendwie in die Nacht hinein angeln oder so. Ich habe ja auch keine Leuchtpose. Das möchte ich euch auch ersparen, denn ich denke, das ist eine typische Tagesaufgabe, die ich heute bekommen habe. Ne? Mit Nudel auf Friedfisch, das ist so was Typisches, was man am Tag macht. Und die vielen kleinen Feenkanäle, die wir hier haben. Ich habe noch ganz viele Stellen so im Hinterkopf, die probiere ich morgen nochmal aus. Da soll die Sonne nochmal so richtig schön scheinen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar andere Fischarten ans Band kriegen. Wird natürlich nicht ganz leicht, in 24 Stunden immer so Edelfischarten wie Karpfen oder Schleie zu fangen. Das ist immer mehr oder weniger Glückssache, nicht? Zu dem ich auch nirgends anfüttern konnte. Nicht? Das ist bei Karpfen schon ein ganz entscheidendes Element. Also, warten wir noch ein paar Minütchen. Und wenn es gleich ganz dunkel geworden ist, dann verzische ich mich hier und mache morgen frisch und neu motiviert weiter. Es kam, wie es kommen musste. Natürlich konnte ich es nicht lassen, doch noch ein Stündchen in die Dunkelheit hinein zu angeln. Ein Knicklicht lässt sich mit Hilfe des kleinen Schlauchs, der in jeder Packung ist, auch auf einem Waggler einigermaßen befestigen. Der stellt sich dann zwar nicht mehr ganz so einwandfrei hin, aber um eine einigermaßen gute Bissanzeige im Dunkeln zu bekommen, reicht es allemal. Und es biss. Schlag auf Schlag. Ja, gut, dass ich noch 10 Minuten geblieben bin. Das ist bisher der stärkste Fisch. Scheint mir zwar auch wieder eine Brasse zu sein, aber zumindest Dampf. Ja. Ich sehe schon so, es ist keine Küster, die ich mir jetzt wünschen würde. Aber dafür die stärkste Brasse bisher. Boah. Dicker Laichbauch. Seht ihr? Voll leicht das Tier. Dann lassen wir mal schnell wieder schwimmen. Ohne viel Gedöns. Sowas kann man nicht entnehmen. Das wäre Frevel. Der nächste Morgen begann trist und wolkig, obwohl das Gegenteil vorhergesagt war. Was soll's, nicht unterkriegen lassen, eigentlich ist das ideales Wetter für große Friedfische. Die Kanäle der ostfriesischen Weite sollten mir noch den einen oder anderen weiteren Fisch bringen. Die Waggler-Montage ließ sich gleich dran, auch wenn dieser Kanal kaum 50 cm tief ist, denn neben seiner ausgezeichneten Stabilität im Wasser mit seinem tiefen Schwerpunkt und der geringen Windanfälligkeit hat der Waggler einen weiteren Vorteil. Er ist ausgezeichnet zu erkennen. Mir fällt gerade ein. Mir wird immer wieder mal gesagt, wenn ich so gedämpft rede, dann klinge ich so wie Andreas Kieling. Aber leider geht's im Moment nicht anders, weil ich halt hier ein bisschen dicht an den Fischen dran sitze. Da muss man sich schon ein bisschen ruhig verhalten, ne? Also, mein Name ist Andreas Kieling und ich zeige euch heute, wie man mit 100 Euro in 24 Stunden 3 Fischarten fängt. Ich habe mir jetzt einen sehr flachen Kanal ausgesucht, der sich schon recht gut erwärmt hat und bin jetzt ein bisschen in die Landschaft reingelaufen. Ich hoffe jetzt, dass hier am frühen Morgen irgendwie ein bisschen was geht. Die Nudeln werden schon ganz hervorragend angenommen. Aber wie ich schon sagte, jetzt eine besondere Edelfischart zu fangen, da ist natürlich auch viel Glück dabei. Ne? Ich hoffe einfach, dass noch irgendwas hier ans Band geht und bin mal gespannt, wann meine Pose hier das erste Mal auf Tauchstation geht. Eine weitere Nudelsorte, die ich mir gekauft habe, die empfiehlt auch der Herr Stielke im Bericht. Ich erwähne nochmal seinen Artikel im Heft. Die nennt sich Hörnchennudel und hat nach Stielkes Aussage sehr viel Ähnlichkeit mit einer Bienenmade, wo er zweifellos recht hat. Dürfte wohl das erste Mal sein in meiner Anglerkarriere, dass ich eine Nudel mit einer Ködernadel aufziehe. Aber mein größtes Problem gestern Abend bei den Brassen, das ist halt, dass die Nudeln eben doch recht leicht vom Haken genuckelt werden. Nicht? Darum mache ich jetzt mal Folgendes. Ich ziehe diese Hörnchennudel tatsächlich mit der Ködernadel auf den Haken. So sieht dann das Endergebnis aus. Aufgezogen. Der Haken liegt quasi an. Und ich hoffe, der Anschlag kommt durch. Das ist ein Biss. Erster Biss. Oh ja. Mann, was eine Power. Der dampft ab. Was ist
das denn? So quirlige Brassen kenne ich ja gar nicht. Tatsächlich nur eine Brasse, so eine halbstarke. Hat aber Dampf. Dann macht sie das wieder bezahlt, dass ich eine gute Bremse habe. Ist der abgegangen. Der fegt sich ja durch den Kanal. Oh. Habe ich nur Glück gehabt. Aber das aufgezogene Hörnchen hat mir diesen Fisch gebracht. Keine weitere Fischart, aber eine schöne Brasse. Jetzt schon wieder eine Montage fertig gemacht. Das Aufziehen ist immer ein bisschen fummelig, man muss da sehr vorsichtig vorgehen. Das kann ich die ich gerade aufgezogen habe, schnell wieder ausbringen. Ja, der nächste. Und wieder so ein quirliger. Dieselbe Größe. Wahrscheinlich jetzt ein Trupp aus diesem Jahrgang am Platz. Oh, ein bisschen besser. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ja. Oh ja, der hat schon 2 Pfund. Schönes Tier. Guck mal, wie toll die genährt sind. Wenn die dicke Bäuche haben, dann stehen die Schuppen hier im Bauchbereich immer so ein bisschen ab. Seht ihr das? Hier sind die ganz gleichmäßig, nicht? Und hier stehen die dann so ein bisschen ab. Erstaunlich kurzen, dicken Kopf haben sie hier, die Brassen. Also eins muss ich schon sagen, das ist sehr, sehr anstrengend, diese Angelei. Man muss also wirklich hochkonzentriert ständig auf die Pose starren. Wenn man da einmal so ein Püpp verpasst, ne, das ist mir ein paar Mal passiert. Ich habe es dann auch einmal gesehen, dass es einmal Püpp machte und dachte, na komm, lass ihn noch ein paar Minuten liegen, vielleicht kommt er ja wieder. Aber dann ist die Nudel schon wieder ab. Ne? Die Haltbarkeit ist also das größte Problem bei dieser Angelei. Die Attraktivität dieses Köders ist absolute Spitze. Und wieder einmal bestätigt sich, dass meine Wahl für eine Route die richtige war. Aber das sagte ich, glaube ich, schon, ne? Ich könnte hier 2 gar nicht mehr bestücken, kontrollieren und neu beködern. Ich muss ständig neu aufziehen. Teilweise fällt die Nudel schon beim Einholen ab. Und man muss halt auch, um nicht zu viel Zeit zu verlieren jetzt, muss ich ständig die Montage kontrollieren. Ich will hier keine Minuten sitzen. Und da ist gar nichts mehr am Haken. So, gucken wir mal, ob hier noch was geht. Direkt vom Kraut. Hier habe ich manchmal schon eine Schleien gefangen. Aber ob die Nudeln mögen, das muss ich erst rausstellen. Fischaktivität habe ich hier jedenfalls schon gesehen. Mann, ist der aus dem Wasser gesprungen. Naja, das ist zumindest die erste Rotfeder, die man zählen kann, ne? Der hat schon Handlänge. Hab hier jetzt einen 8er Haken dran, ne? Weil ich jetzt die größeren Fische selektieren wollte. Immer noch kein großer Fisch, ne? Aber das ist eine Rotfeder. Schönes Tier. Ist verrückt, wie die Rotfedern auf Nudeln stehen. Tch, noch kein einziger Plötze gefangen. Mir fehlt immer noch ein Fisch. Das. Noch eine Rotfeder. Ja. Ich glaube, wir haben den ultimativen Rotfederköder gefunden. Das ist echt verrückt. Sonst fange ich hier nicht so viele. Die Plötzen dominieren hier eigentlich. Und das ist schon eine vorzeigbare. Die wäre mir als Köderfisch im Winter schon fast ein Stück zu groß. Und das Lustige ist, ich habe noch nicht mal den Köder treibend angeboten.
Rotfedern fängst du hier immer am besten mit treibenden Ködern, ne? Typische Oberflächenfische, wie ihr am Maul sehr schön sehen könnt, ne? Die sind auf die Oberfläche fixiert. Aber die Nudeln, die liegen am Grund. Das ist mal ein Traum von einer Brasse, oder? Schau dir mal die pechschwarzen Flossen an. Boah, toll. Richtig genialer Fisch. Ihr seht, ich bin sogar zu faul, meinen Waggler wieder abzumachen. Hier in diesem kleinen, flachen Graben, da müsst ihr gar nicht wieder dieses kleine Stickpöschen nehmen, ne? Aber wenn er so gut beißt, dann ist mir das auch Schnuppe. Kostet mich alles nur Zeit, ne? Die Montiererei. Und schön bei dem Waggler ist, den sieht man richtig gut, ne? Ich habe hier echt Biss auf Biss. Da habe ich eine neue Methode entwickelt. Die Hörnchennudel zweimal durchstechen. Das hält auch recht gut. Das gibt's nicht, schon wieder eine Rotfeder. Die hauen hier die Nudeln weg. Guck mal den Haken hier. Der ist eigentlich viel zu groß für eine Rotfeder. Das ist ein 6er Haken. Auf eine Rotfeder würde ich mit einem 12er oder mit einem 14er angeln, ne? Aber die sind so gierig auf die Nudeln. Ich muss teilweise den 6er Haken mit dem Hakenlöser lösen. Echt verrückt. Jo, ouch und ausgestiegen. Das kann einen schon mal ärgern. Vor allen Dingen, weil man sich natürlich einredet, das könnte eine Schleie gewesen sein. War aber wahrscheinlich doch eher eine Brasse. Gut, kurz bevor wir zum Schluss dieser 100-Euro-Aktion kommen, wie immer das kurze Resümee. Das soll erstmal nicht ums Gerät gehen, sondern darum, dass ihr immer was mitnehmen sollt. Was ihr mitnehmt, sind natürlich auch meine Erfahrungen. Ob das mal hinhaut oder nicht, spielt dabei gar nicht so eine große Rolle. Wichtig ist, dass ihr daraus Erkenntnisse gewinnt. Und die eine Erkenntnis, die ihr auf jeden Fall mitgenommen haben solltet, ist, dass man es oftmals auch recht billig angehen kann mit Resten vom Mittagstisch und dass die Nudel ein ganz hervorragender Friedfischköder ist, auch wenn der große Nachteil eben da ist, dass er nicht allzu gut am Haken hält. Dann natürlich auch das Resümee zum Gerät. Damit bin ich diesmal sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Eine Matchroute zu dem Preis, das hätte ich wirklich nicht erwartet, mit einem schönen Korkgriff. Die Crazy Silverfish von Sensas in 3,90 Meter, dreiteilig mit 12 Ringen plus Spitzenring, also 13, das ist üblich bei Matchrouten. Ein ganz, ganz ausgezeichnetes Stück. Also ich habe für die Preisklasse wirklich nichts zu meckern. Eine ganz tolle Aktion. Egal ob winzige Rotfeder oder ob eine starke Brasse, hiermit macht das Drillen richtig Laune. Die Shimano-Rolle, die Sienna, die ich drauf habe, ist auch absolut spitze für die Preisklasse von 30 Euro. Absolut ruckfrei arbeitet das Ding. Man kann natürlich dabei die Einschränkung machen, dass man, wenn man fein angelt, immer eine relativ leichte Bremseinstellung hat und da wird man selten Rucke erleben, aber sie rollt auch sehr ruhig, wie von Shimano gewohnt, hat ein schönes, flaches, abgeflachtes Handteil, wo man ganz hervorragend fassen kann. Auch damit bin ich sehr zufrieden. Also das Gerät, alles im Allen, eine richtig spitzenmäßige Mischung und auch die beiden Posen haben mir viel Freude gemacht. Das Einzige, was mir überhaupt nicht passte, sind diese kleinen Bleischrote hier. Da habe ich dann eine Mark zu viel gespart. Wie gesagt, das ist eher so ein Einsteigermodell hier mit Graten, schlecht geschlitzt, brachen schon auseinander beim Zusammenkneifen. Also ganz, ganz mieses Bleischrot. Das habe ich lange nicht erlebt. Das ist der einzige Wermutstropfen, aber damit kann ich natürlich leben. In diesem Sinne, macht's gut.
bis zur nächsten 100-Euro-Aktion. Ja, so geht das die ganze Zeit. Könnt ihr glauben oder nicht? Ihr glaubt gar nicht, was ich alles gefangen habe mit Nudeln. Ja, ihr werdet euch wundern. Abmoderation vorbei, Gerätbewertung vorbei. In der Tat sind mittlerweile schon 2 Wochen vergangen nach dieser 100-Euro-Aktion. Und ihr fragt euch, ja, wo war denn die dritte Fischart? Es gab keine. Ihr könnt es glauben oder nicht. So ist Angeln, ne? Und ich habe diese 100-Euro-Aktion ganz bestimmt nicht auf die leichte Schulter genommen. Denn ich habe wirklich etliche Gewässer angefahren. Insgesamt habe ich also wirklich verschiedene Gewässer. Es sind 8 Gewässer gewesen, die ich hier angefahren habe in diesen 24 Stunden. Aber in den 24 Stunden habe ich nichts anderes gefangen. Ich habe jetzt wirklich noch 2 Wochen lang immer wieder mal versucht, einfach für mich persönlich, um zu gucken, wie zieht die Nudel. Und ich habe in diesen 2 Wochen ausschließlich 2 Fischarten gefangen. Brassen und Rotfedern. Das ist kein Witz. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Mich würde auch mal eure Meinung interessieren, denn die Nudel fängt noch sehr viel mehr. Ich verweise nochmal auf den Artikel zum letzten Mal. Probiert es mal aus und schickt mir mal euer Feedback, ob ihr ähnliche Erfahrungen macht. Ob Rotfeder wirklich ein mega Fisch ist, den man mit Nudel beangeln kann und die Brasse. Nicht? Aber dass keine Plötze kommt, da komme ich bis heute nicht drüber weg. Und auch keine Güster und auch keine Schleie. In diesem Sinne, haut rein, nehmt die Nudel mit und bis zum nächsten Mal. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber ich habe es nicht geschafft. Übrigens, ist das vielleicht eine Gelegenheit, mal kurz eine Frage zu beantworten, die mir sehr häufig gestellt wird. Warum nimmst du nicht an der Profiliga teil? Auch die Redaktion hängt mir immer wieder in den Ohren mit dem Thema. Der Grund ist, ich mag keinen Druck beim Angeln. Und den mache ich mir auch bei den 100-Euro-Aktionen nicht. Ich nehme es ernst, ich verfolge mein Ziel, und zwar auch ausdauernd mit Einsatz. Aber was ich nicht mag, ist dieser extreme Druck, ja? Das heißt, sich vergleichen müssen und zu meinen, man ist nur gut, wenn man sich mit anderen Fängen vergleicht. Der Kollege Johannes Dietl, der hat meine Entscheidung daran, nicht teilzunehmen, einmal mit einem Satz in einem Profiligaspiel perfekt auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wünscht euch das nicht. Und warum sagte er das? Weil sein Kollege hatte einen Fisch im Drill und er hat sich insgeheim gewünscht, hoffentlich steigt er jetzt aus, der Fisch. Und das wollte er nicht. Das ist nämlich ein Scheißgefühl, wenn man seinem Kollegen den Fisch nicht gönnt. Und da kommt man in der Profiliga hin, nicht? Ich mache da keinem einen Vorwurf, der die Liga liebt. Ich brauche keinen einen Vorwurf, der da mitmacht. Aber ich persönlich möchte das Gefühl nicht haben, hoffentlich steigt der Fisch bei meinem Kollegen aus. Ich will meinem Freund noch immer die Fische gönnen. Also, mach's gut. Wir sehen uns. Ich will erst mit Nudeln noch einen anderen Fisch fangen. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Die Auswahl ist immer noch groß.